200 Jahre heißt das Fahrrad in Mannheim. Karl Dreis hat es vor 200 Jahren erfunden. Und wir von Radio Regenbogen sind dabei in Mannheim mit einer Bühne. TV Überregional ist auch da. Von daher euch ein entspanntes Fest auf die nächsten 200 Jahre. Fahrrad in Mannheim im Namen von Karl Dreis und Radio Regenbogen. Achtung, liebe Klappradler, wer den König abholen möchte, um 15 Uhr bitte zum Hauptbahnhof kommen. Er hat keine Landeerlaubnis bekommen mit dem Helikopter. Bitte um 15 Uhr am Bahnhof treffen für die große Königseskorte, für die große Karawane mit unserem König Bansa. Majestät König Cepas Bansa ist der Schirmherr der Veranstaltung? Ja, ich bin der Schirmherr von dieser Veranstaltung. Mannheim ist quasi meine zweite Heimat. Ich lebe in Ludwigshafen, ich bin ein alter Kurpfälzer. Ich lebe so lange in Ludwigshafen und ich bin oft bei der Oberbürgermeister oft eingeladen in Mannheim. Und für mich ist Mannheim quasi meine zweite Heimat nach Ludwigshafen. Das Ziel von diesem Klapprad-Event ist welches? Ja, dieses Ziel ist sehr, sehr wichtig, weil diese Welt für uns, kann man sagen, für die Afrikaner, Fahrrad ist uns wichtigste. Unser Transportmittel, Fahrrad ist ja der wichtigste für uns, die armen Afrikaner. Und kann man schon sagen, vor 200 Jahren, wie kann ein Mensch so denken? Ja, sowas bringt nur Deutsche fertig. So intelligent, schlau und kann alles fertig bringen, diese Erde. Man sieht auch, diese Welt, der intelligente Menschen oder alle, was in diese Welt kommen, der ES kommt aus Deutschland. Egal, Computer, Flugzeug, Auto, ja, ist egal, alle, was kommt in diese Erde, ist immer Deutscher. Immer Deutscher. Ja, ich bin ganz stolz auf Deutsche. Bitte nicht vergessen, bei der AIO ganz laut sagen. AIO! Gehen irgendwelche Spenden von diesem Klapprad-Event irgendwo hin? Ja, alles, was ich bekomme, es ist nur für meine humanitäre Sache. Momentan baue ich jetzt ein Ausbildungszentrum und baue ich ein Gefängnis für die Frauen. Ja, das ist sehr wichtig für die Frauen, Gefängnis zu bauen, damit man die Frauen und die Männer zusammen in ein Gefängnis stecken. Fest in History, ein Mann, ein privater Mensch, wo Gefängnis bauen für Frauen in Ghana. Da bin ich. Fest in History. Ja, ich begrüße alle Zuschauer. Sie sind sehr, sehr nette Menschen. Sie machen alles mit. Ja, Sie sehen schon meine Klapprad. Eine ganze Mannschaft. Wir haben Ingenieur, wir haben Rechtsanwalt, wir haben Richter, wir haben Lehrer, wir haben Polizist. Die machen alle nur für Spaß. Ja, die sind lauter intelligente Menschen. Er braucht nicht zu denken, weil sie so angezogen sind. Ja, die sind alle sehr intelligente Menschen. Und hinter mir ich habe drei starke Bodyguard. Ja, international Bodyguard extra. Extra von Berlin hierher geflogen, ja, für diese Veranstaltung. Ich finde es sehr gut. TV übrigens, Region, die machen viele Sachen. Die machen Sachen, wo man viel lernen kann. Das gefällt mir für die Kinder, für die Zukunft. Deswegen diese TV gefällt mir. Vielen herzlichen Dank. Danke. Okay, danke. Wiederschön. Wie fühlen Sie sich, dass jetzt Ihr Ehemann hier der Schirmherr ist? Ja, es freut mich natürlich, dass er seit Jahren die Anerkennung der World Club Fahrradgemeinde hat. Was erwarten Sie heute noch? Oh, es wird hier ein wunderbares Spektakel. In Mannheim steht alles Kopf, alles wartet auf den letzten Tag des großen Fahrradevents.
Und einer der Höhepunkte wird natürlich die Austragung des diesjährigen World Cups sein. Liebe Club Rafal, liebe Monema, liebe Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zum World Club 2017 in Monem. Als Schirmherrn des World Club und überhaupt alle Clubradfahrer freue ich mich, dass Sie viele Clubradfahrer nach Mannheim in die Geburtsstadt des Fahrrades gekommen sind. Ganz besonders begrüße ich die Clubradfahrer aus dem Saarland und aus Holland. Beim letzten World Club in Schopp bin ich mit dem Hubschrauber zur Eröffnung geflogen. Heute bin ich zu Ehren von Karl Dreis mit dem Klapprad gespannt zum Wasserturm gekommen. Als Ludwigshafener und Pfälzer ist dies für mich eine besondere Ehre. Dafür bedanke ich mich bei überhaupt alle meiner Mann, Herrn Dr. Peter Kurz, ganz herzlich. Ich wünsche uns alle viel Spaß bei World Club 2017. Wir kommen nun zur Vereidigung der Fahrer. Liebe Clubradfahrerinnen und Clubradfahrer, ich werde euch jetzt den World Club Schwur abnehmen. Antwortet bitte auf Felsisch mit Ajo. So, jetzt kommt ihr dran jetzt. Ich gelobe feierlich, bald aber fair zu fahren. Ich gelobe, dass mein Klapprad frei von einer Gangschaltung ist. Ich gelobe, dass mein Bart es ist und morgen nicht abrasiert. Ich gelobe, dass ich die Hymne Kennst du Ludwigshafen auswendig singen kann. Hiermit erkläre ich den World Club 2017 für eröffnet. Jawohl, liebe Freunde
liebe Klapprad-Fahrer, liebe Mannheimer. Und jetzt darf ich einen Mann auf die Bühne bitten. Er war Militärweltmeister im Boxen, eine absolute Kanone. Er ist der Hans vom Vogelpark, Hannes Freistadt, ein absoluter Top-Boxer. Und er hat ein Lied komponiert, getextet, und er wird es jetzt singen. Immer wenn er das Lied singt, bekommt die Oberbürgermeisterin in Ludwigshafen und der Altbundeskanzler Schüttelfröste. Aber wir finden dieses Lied für uns Klappradfahrer einfach als die Nationalhymne schlechthin. Hannes, du bist dran. Hey! Hallo, ich freue mich hier, das Land zu sehen. Ihr Mannheimer, ich liebe euch. Ich hoffe, ihr singt alle mit. Ganz einfach. Lass mal auf. Der Alfons, der schnelle Reiter, Alfons ist der Mann wie Fußschwanz am Fahrrad. Und Alfons, er wird im Namen der Klappradfahrer Peter Kurz dieses Fahrrad bereichen. Und Mansa mag jetzt aber live fürs Fernsehen, denn die Jungs vom SWR haben ja so geackert. Und da machen wir jetzt aber die Schuhe. Hier, auf geht's, komm. Nur zwei Dinge reichen. Brille auf, komm. Mach ich mich brav, genau. Ich gelobe feierlich, Bad aber fair zu fahren. Fertig ist lang. Also. Hey, Victor. Also, danke schön, Herr Udo Scholz, und danke schön, Herr König, für seine tiefste Verneigung. Ein Applaus für die beiden auf der Bühne nochmal. Dankeschön. Ja, wir waren etwas enttäuscht über das Wetter. Der World Cup findet ja normalerweise nur bei schlechtem Wetter statt. Und heute war ja, ja eigentlich afrikanisches Wetter. Aber wir sind trotzdem begeistert. Es läuft alles. Es war perfekt vorbereitet. Die Leute haben alle mitgemacht. Jetzt hier in Mannheim haben wir den 200. Geburtstag
des Klapprades gefeiert. Wie er jetzt bekannt geworden ist, war das erste Laufrad von Karl Dreis, hat ja ein Scharnier gehabt. Und deswegen haben wir gedacht, wir feiern hier in Mannheim den 200. Geburtstag des Klapprads. Ja, die Zuschauer, die nicht da waren, die tun mir eigentlich leid, aber die haben die Chance, vielleicht beim allerletzten Mal dabei zu sein. Ja, TV Überregional ist für mich das beste Fernsehen, was es überhaupt gibt. Also die Leute, die ich von TV Überregional kennengelernt habe, das sind absolute Profis und das ist genau unsere Welle. Also das ist eigentlich Klappradfernsehen. Unsere Internetseite ist world-klapp.de. TV Überregional ist jetzt hier bei den Brüdern August Ziegler. Das ist ein Weinbetrieb aus der Pfalz. Ja, also mein Bruder Harald Ziegler und mein Name ist Uwe Ziegler. Wir haben ein Familienweingut in der 8. Generation in Maikammer sind natürlich voll auf Qualität aus, qualitätsbewusst und unterstützen gern hier diese Veranstaltung. Ja, also zunächst muss ich mal sagen, wir sind hierher gekommen völlig unbedarft. Wir sind Freunde vom Klapprad e.V., die bei uns in Maikammer häufig antreten, um die Kalmit, also die Höchsterhebung der Pfalz, zu erklimmen. Plötzlich, wie gesagt, waren wir befreundet und die sind natürlich auch hier Mitveranstalter dieses tollen Ereignisses hier in Mannheim, Monnenbike, mit ihren Freunden aus ganz Deutschland. Und die haben gefragt, ob wir hier ausschenken wollen, ob wir Teil davon sein wollen, ob wir unsere Heimat, ob wir Maikammer präsentieren wollen, weil Maikammer ja der Ausgangspunkt ist für den Klapprad Cup, Kalmit Klapprad Cup. Wie gesagt, Kalmit, das ist unser Berg. Wir leben da und wir haben sofort spontan gesagt, ja, wir machen das, wir unterstützen euch. Und ich muss sagen, also was wir hier geboten bekommen haben, das übertrifft also auf jeden Fall unsere Erwartungen. Es war super organisiert alles, auch wenn es uns bestimmt morgen in den Knochen stecken wird. Aber bestimmt werden wir zufrieden nach Hause gehen. Ja, also wir haben extra eine Weingalerie, die ist täglich geöffnet von 8 bis 18 Uhr durchgehend. Und die Adresse ist Bahnhofstraße 5 in Maikammer, Weingut August Ziegler. Wie finden Sie TV Überregional? Ja, ich finde, die sind immer hautnah mit dabei am Geschehen hier im Treiben. Und ich bin völlig begeistert, was die so machen, weil die sind nicht nur dabei, die sind mittendrin im Geschehen und ich finde das richtig gut. Ja, also ich sehe das ähnlich. Mich hat es überrascht, dass wir hier spontan dieses Interview führen konnten. Und es zeigt, die Präsenz ist einmalig, richtig schön. Jetzt sind wir hier bei den Organisatoren von Monnenbike. Ich bin der Axel Benz. Und ich bin der Peter Rostdeutscher. Bei uns findet ganz, ganz vieles statt. Wir haben gestern ein riesen Straßenfest zum Thema Fahrrad in der Stadt, in der City gemacht. Und heute machen wir schrägen Radsport. Und wir haben ja auch ein Pfälzer Klapprädler da, die behaupten, das Klapprad sei älter als 25 Jahre, was natürlich ein Fake ist. Ich war 1982 in Ludwigshafen-Friesenheim beim ersten World Club als Zaungast dabei und habe alles geglaubt und habe gesagt, die müssen wir kriegen. Dann haben wir mit Axel gesprochen, der kommt auch aus der Pfalz. Und dann war das schon geritzt, dass die hierher kommen. Und schön hier zu sein, schön, dass die Hymne aus Ludwigshafen vom Mannheimer Wasserturm gesungen wurde. Ich bin tief beseelt. Ja, wir als Organisatoren freuen uns über den Regenbesuch, den wir gestern hatten. Die ganze Stadt war voll. Und heute auch hier in der lauschigen Wasserturmanlage gefühlt, was haben wir gesagt? Ah, locker 30.000 den ganzen Tag über, davon vielleicht 15.000 aus der Pfalz. Schön, dass ihr hier seid und genießt den Abend hier noch bei uns und macht euch bereit für die Titelverteidigung im nächsten World Club wieder hier. Ich finde TV Überregional super, der Kameramann ist so charmant. Ajo. Ich finde TV Überregional auch sehr gut, steht direkt vor mir. Ajo. Also der Bart ist echt, der ist echt und extra fürs Klappradrennen. Richtig, ja. Der ist echt. Okay.
Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Rodenbach, vom Turnverein Rodenbach kommen wir. Wie viele Teammitglieder seid ihr? 4 Stück. Okay. So wie es hier steht? So wie okay. Es steht, genau. So, wie lange macht ihr das schon? Ich mache das jetzt seit einem halben Jahr, die anderen seit 2 Jahren. Dann fast schon wieder Entschuldigung. Und ihr habt einen Namen, Teamname? Klabauder, wir sind das Team Klabauder. Okay. Wir waren schon zweimal beim World Club dabei, die 24 Stunden im Shop, ja, und heute lassen wir es da krachen. Ajo! Das Wetter war wunderbar, der ganze Platz war voll von Zuschauern, an der Rennstrecke waren viele Zuschauer, die Teams hatten Spaß, es lief alles ohne Verletzungen ab, war wirklich klasse. Sie können auf meine Mail at könig-banza.de. Mail at könig-banza.de. Und dann kommen Sie auch auf dieses Event, wo man Sie vielleicht erwartet. Ja, ja, nur wenn Sie auf Banza klicken, dann können Sie fast viel über mich sehen. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Einen schönen Abend noch. Dankeschön. Es war sehr, sehr, sehr schön mit euch zusammen. Es war schön bei TV über Regional. Oliver Döhl.